Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Danske, euer Whisky-Wikinger. Und ja, heute möchte ich einen weiteren Whisky für euch probieren. Und in der Vorbereitung zu diesem Video habe ich erst gedacht, es wird wieder ein Beitrag für mein Format Lost Bottles. Aber mit bisschen Gucken im Internet habe ich entdeckt, dass es diese Abfüllung durchaus noch zu kaufen gibt. Für einen, ja, heutzutage würde ich sagen, keinen ambitionierten Preis mehr, sondern heutzutage schon fast einen normalen Preis. Und daher stelle ich sie ganz normal vor. Es handelt sich um den Benriach, 21 Jahre, Portwood Finish aus der Wood Finish Serie. Damals noch rausgebracht und den alten Besitzer. Diese Serie zeichnet sich aus durch natürliche Farbe und keine Kühlfiltration. Dieser 21-jährige Tawny Port Wood Finish ist mit 46 Volumen Flasche abgefüllt worden und kam raus, soweit ich weiß, 2015, 2016 in den Dreh. Ist in einem oder anderen Shop immer noch käuflich zu erwerben. Und preislich liegt der so bei, naja, mittlerweile zwischen 130, 140 Euro in der Whisky Base, Durchschnittspreis 155 Euro angegeben. Aber ich habe ihn in den ein oder anderen Shop so für 135, 138 Euro gefunden. Also finde ich beinstark, dass er immer noch käuflich zu erwerben ist. Wie lange hier das Tawny Port Finish ist, habe ich leider keine Informationen zu. Ebenso wenig, wie viel es von dieser Flasche überhaupt gab. Ich glaube, ich habe mich mal, kann mich wirklich daran erinnern, zwischen 5.000 und 6.000 Flaschen sind weltweit von diesem Tawny Port abgefüllt worden. Tawny Port ist ein Portwein, der weniger süß ist als der Ruby Port. Und soweit ich weiß, ist der weitere Unterschied zum Ruby Port, dass der Tawny Port länger im Fass lag und dadurch eine stärkere Oxidation bekommen hat und dadurch wahrscheinlich auch weniger süß ist. Aber die Portwein-Experten unter euch können mich da gerne berichtigen, lernen mir gerne dazu. Ja, 46 Volumenprozent, natürliche Farbe, finde ich schon mal stark. Die Wood Finish Serie, ja, kriegt man ganz schlecht, da gab es eine ganze Menge von. Aber leider muss ich sagen, leider, ja, wurde diese Serie eingestellt, sind aber tolle Tropfen bei rausgekommen, ne? Und seitdem habe ich immer so das Gefühl, dass Benriach so ein bisschen unter dem Radar schwebt. Ja, ist ein bisschen beliebig geworden. Ja, schade. Ja, Speyside Distille. Und habe schon bei den anderen Videos von Benriach, ich habe ja schon eine Menge jetzt probiert. Ist aber jetzt mein erster aus der. Nee, stimmt gar nicht. Ist nicht mein erster aus der Wood Finish Serie. Ich hatte einen 17-jährigen, glaube ich, von Christian The Malthead mal bekommen gehabt. PX Finish, auch aus der Wood Finish Serie. Den fand ich ziemlich gut. Und das war, glaube ich, auch der erste PX Finish Whisky, der mir tatsächlich zugesagt hat. Aber wie gesagt, jetzt haben wir einen 21-jährigen Tawny Port Finish. Und die meine Videos kennen, wissen, Port ist so ja mein Beuteschema. Wenn er jetzt noch ein bisschen Rauch hätte, hat er aber nicht. wäre es genau mein Beuteschema. Rauch erwähne ich deshalb, Benriach hat durchaus auch rauchige Whiskys. Na, die bringen ja zwischendurch mal rauchige raus, haben jetzt auch einen aktuell in der Range. Bernie Moss. Das ist ein junger, rauchiger Benriach. Sehr kräftig. Ja, die Essbelegung waren Bourbonfässer aus amerikanischer Weißeiche, selbstverständlicherweise. Und wie gesagt, ein Finish in Port, Tawny Port Fässern.
Außer der Woodfinch-Serie gab es auch noch einen 15-Jährigen mit Port. Der soll überragend gewesen sein. Also das, was ich von denen gehört habe. Vom PLV her deutlich angenehmer auch als dieser 21-Jährige, der damals einen Ausgabepreis hatte, glaube ich, um die 70, 80 Euro. Na, das ist natürlich jetzt ein ordentlicher Anstieg, wenn man jetzt überlegt, man kriegt ihn immer noch auf dem Erstmarkt für 130, 140 Euro. Hat er sich quasi verdoppelt, ne? Jo, aber wie gesagt, nicht lange rumheulen. Wir müssen mit dem leben, was jetzt auf dem Markt steht. Und ich freue mich, diesen 21-jährigen Benriach heute verkosten zu können für euch. Gleich eine angenehme süße Fruchtigkeit. Sehr massiv in der Nase. Die Süße, die Frucht, sehr ausfüllend, sehr dominant. Und das ist eine Frucht, die stark an Waldbeeren erinnert. Himbeeren, Brombeeren, dunkle Früchte, eine Spur Erdbeere, eine gewisse Würze schwingt da mit. Keine Eichenbitterkeit. Aber Gewürze, schön, schön voluminös, massiv. Selten so eine massive Portnase gehabt. Das ist ein richtiger Fruchtkorb, der hier im Glas entsteht. Und wirklich so ein Fruchtkorb aus dunklen Waldfrüchten. Eine gewisse Säure ist da, vielleicht sind da auch Johannisbeeren dabei, rote Johannisbeeren. Die Süße erinnert an Himbeeren und so eine volle Fruchtigkeit von wirklich dunklen Brombeeren. Abgerundet durch so eine leichte Nussigkeit, die durch den Eindruck von Erdbeeren in der Nase entsteht. Und süß, Honig, und die Würze ist da, ne? Aber ich kann die Würze jetzt noch schlecht greifen für mich. Also noch ist die Frucht dermaßen präsent und voluminös, ja. Durch die 21 Jahre wirkt er trotzdem rund und gesetzt. Macht einfach Spaß, an den zu riechen. Da die Flasche ja schon relativ leer ist, habe ich der jetzt den nicht so lange im Glas atmen lassen. Habe zwar versucht, durch meinen Worteschwall so ein bisschen die Zeit zu ziehen, dass er trotzdem noch so ein bisschen atmen kann, aber eigentlich, wie gesagt, war das hier drin. Vielleicht noch 10 cl eingegossen habe ich mir jetzt, ja, 0,05. Also ich kann nur so viel sagen, schade, dass es den nicht mehr gibt. Der macht unheimlich Spaß in der Nase. Das ist eine wunderbare Fruchtigkeit gepaart mit einer leichten Honigsüße. Im Hintergrund machen sich jetzt der Einfluss der Bourbonfässer bemerkbar. Und ich habe da so eine leichte Vanille. Aber der ist definitiv auf der Portwein-Seite konzentriert. Das ist wirklich so ein Whisky, der so ein abendfüllendes Programm für die Nase darstellen kann. Und macht total neugierig jetzt auf den Gaumen. Ja, Slunch. Alkohol,
die 46 Volumenprozent, erwartungsgemäß gut eingebunden, haben aber trotzdem diese Abfüllung ordentlich Bums, schieben die Aromen nach vorne. Vanille, sehr cremiges Mundgefühl und Früchte, Waldfrüchte, etwas herbere Früchte. Jetzt am Gaumen macht sich die Eiche bemerkbar, die in der Nase nicht spürbar war, die von den, wirklich von den Fruchtaromen weggedrückt wurde. Aber am Gaumen ist sie da. Da habe ich Milchschokolade, da habe ich Kakao, da habe ich Espresso. So typische angenehme Eichenwürze. Im Prinzip keine Bitterkeit. Jetzt so ganz leicht im hinteren Rachenraum klopft so eine leichte Eichenbitterkeit an, aber nur ganz dezent. Ja, im Mund ist die Vanille präsent. Schön abgerundet durch die Früchte. Im Mund gar nicht so süß. In der Nase wirkte er deutlich süßer. Hier sind so wirklich erdigere Töne, dunkelfruchtigere Töne. Da überwiegt eine gewisse Säure. Ne? Die Brombeeren, die Johannisbeeren, weniger Himbeeren, mehr Walderdbeeren. Der Honig ist im Mund nicht spürbar. Vielleicht auch eine Anklänge von Tannenhonig. Leicht trocken. Ja. Denke ich mal geschuldet. Einfach den 21 Jahren und doch etwas längeres Finish in Tawny Portfässern. Ich glaube nicht, dass das nur ein kurzes 3, 4, 5 Monate Finish war. Dazu ist die Fruchtnote zu massiv. Und wie ich ja eingangs schon sagte, Tawny Port ist weniger süß als Ruby Port. Ja, das unterstreicht diese Abfüllung nochmal ganz deutlich. Tja, von mir aus als Statement ein toller Malt. Schon fast überragend für seine 21 Jahre. Einzige Wermutstropfen ist die, für mich diese geringe Verfügbarkeit und diese knapp 140 Euro. Die stehen natürlich da als klarer Minuspunkt. Ist er mir 140 Euro wert? In der heutigen Zeit wohlgemerkt, ne? Früher 2020 ist eine schwere Frage. Mir fällt jetzt so spontan. Ich habe eine Menge Portwood-Reifungen schon getrunken, auch in der Kamera, vor der Kamera. Clint Scotia, diese Campbelltown Malt Festival Abfüllung von diesem Jahr, die steht noch an, die habe ich noch nicht getrunken. Die vor 2 Jahren habe ich schon verkostet, ein 14-Jähriger. Das waren alles Portreifungen, die nicht ansatzweise so fruchtig waren wie diese hier. Dann der Ardmore Portwood Finish mit 12 Jahren, natürlich ein ganz anderer Schnack. Na, das sind hier 21 Jahre und nicht 12. Na, kommt der auch nicht. Also der Ardmore, den ich echt gut finde, oder damals, habe ich schon lange nicht getrunken, aber damals echt gut fand, kommt nicht ansatzweise an den hier ran. Gucken wir mal in Regal. Nee, da fällt mir jetzt wenig ein. Ich habe einen unabhängig abgefüllten Highland Park. Mystery oder Secret. Orkney, weiß nicht, wie er sich nennt. Einen 10-jährigen Portwein, fast Vollreifung. Der ist intensiv, der ist massiv. Gefällt mir der aber auch besser. Und wenn ich überlege, der Secret Orkney, Mystery Orkney, wie auch immer. Ich guck mal, ob ich das am Ende das Video euch verlinke. Kostete auch so bei 100 Euro. War aber, glaube ich, eine Single-Cast-Abfüllung. Gefällt mir der auch besser. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
mir persönlich, meine persönliche Meinung in der heutigen aktuellen Zeit, wäre mir 130, 140 Euro wert für einen 21-Jährigen. Also diese Abfüllung. Ja, wäre mir wert. Kann trotzdem keine Kaufempfehlung aussprechen, aufgrund der nur geringen Verfügbarkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das Video online stelle. Wie gesagt, wir haben jetzt Frühjahr 2020. Noch, also gerade gestern Abend habe ich das letzte Mal reingeguckt, ob es sie noch gibt. Ja, gab es noch. Aber wie gesagt, das kann in ein, zwei Wochen komplett anders aussehen. Und dann gibt es ihn vielleicht nur noch auf dem Sekundärmarkt und dann sicherlich nicht für das Geld. Ja, 140 wäre mir wert. Na, ich bin froh, dass ich hier noch ein Schlückchen habe. An dieser Stelle schöne Grüße an Tomek, der mir die Flasche, mit dem ich die Flasche getauscht habe, gegen den Highland Park Wings of Eagle. Ja, habe ich, glaube ich, das bessere Geschäft gemacht, ne? Ja, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Finde ich eine tolle Abfüllung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, an ein Sample ranzukommen, besorgt euch das und entscheidet dann, ob ihr das aktuell aufgerufene Geld dafür ausgeben wollt. Das ist so mein Fazit. Für mich persönlich wäre 140 Euro wert. Weil der ist echt lecker. Ja, wenn euch das Video wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, wisst ihr, würde ich mich total über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.